Touri 2 TV, das Branchenfernsehen. Powered by 7Loud, die Zukunft des Fernsehens. Touri 2 heute zu Besuch in Hamburg, in der Höhle des Löwen bei Google. Kai Oberbeck, der Pressesprecher von Google, wird uns zeigen, wie es bei Google in Hamburg aussieht. Herzlich willkommen bei Google. Kommt rein. Ja, hier wäre es ganz nett. Wir haben ein ganz, ganz kurzes Anmeldeprozedere, nur damit ihr auch eure Besucherausweise bekommt. Das ist eigentlich kurz und schmerzlos. Machen wir direkt. Ah, da sind die Tasten vertauscht. Ihr habt amerikanische drunter liegen. So schnell geht das. Zack. Schön sichtbar draufkleben, damit auch jeder weiß, wer du bist. Großartig. Was man hier sieht, ist sozusagen eine Variation, ein Mix von Suchbegriffen, die derzeit weltweit gerade gesucht werden. Da sieht man arabische Schriftzeichen, chinesische Schriftzeichen, alles mögliche, deutsche natürlich auch, englische. Und das ist so ein Begriff, einfach nur mal so ein Gefühl zu kriegen, was derzeit im Netz alles gesucht wird. Das verwundert doch etwas, dass keine Sexbegriffe dabei sind. Ich nehme an, dass das ausgefiltert wird. Die pornografischen oder erotischen Begriffe, die werden da rausgefiltert, genau. Also was man hier sieht, ist unser Doodle for Google Gewinner 2008. Jedes Jahr machen wir einen Wettbewerb unter Schulen und Schülern und Schülerinnen, die das Logo von Google in einer gewissen Art, unter einem gewissen Motto auch selber gestalten sollen. Und im letzten Jahr hatten wir das zum Thema Euro, Europameisterschaften. Das sieht man hier natürlich sehr, sehr klar. Das ist eine Gewinnerin aus Dresden, die Dao Nokmai, 17 Jahre alt. Und die hat das Doodle, gemalt, was dann auch gewonnen hat, was auf der Homepage von Google in Deutschland, ist auch in der Schweiz im letzten Jahr dann auch am Tage des EM-Finales dann auch zu sehen war. Und hier die Süßigkeiten sind für umsonst? Ja, kannst du dich bedienen natürlich. Okay. Das kommt natürlich auch immer manchmal dann so vor, bei Google sind immer alle Sachen, alle Schnuckkram, wie man das hier in Hamburg nennt, Süßigkeiten, Essen, Getränke, ist alles umsonst. Und das sieht man dann auch manchmal hier. Nee, danke, ich bin gerade ein bisschen am Abspecken. Es gibt nämlich die sogenannten Google 15 oder auch Google 7. In Deutschland die Google 7. Das heißt, im ersten Jahr der Zugehörigkeit bei Google nimmt ein durchschnittlicher Googler 7 Kilo zu. Weil es eben natürlich diesen Schnuppkram gibt, weil es die Süßigkeiten gibt, Cola, whatsoever. Und da muss man ein bisschen auf die Linie achten. Und ich habe das schon ein bisschen zu viel drauf, definitiv. Hier sieht man unsere Doodles, unsere lokalen und auch anderen oder Logos, die wir gemessen und auch immer angepasst an einen Feiertag oder an einen Geburtstag eines Künstlers oder Wissenschaftlers. Hier sieht man, dieses Logo hatten wir auf google.de oder auch weltweit zum Geburtstag von Einstein. Hier hatten wir das zum Geburtstag von Mondrian oder so haben wir um die 30, 40 verschieden geartete Logos pro Land pro Jahr ungefähr. Und wer sitzt hier hinter diesem wunderbaren Vorhängen? Ja, das ist natürlich unsere großartige Abteilung Media und Entertainment. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die sich um unsere Anzeigenkunden aus dem Medienbereich und aus dem Unterhaltungsbereich kümmern. Also auch die sich darum kümmern, dass Kollegen oder die Partner von Axel Springer, von Burda, von Bertelsmann, wie sie alle heißen, auch richtig betreut werden, was das Buchen von Suchmaschinenmarketing anbelangt, was alles möglich ist bei Google, aber auch TV-Sender und dergleichen. Sind das alles Kunden, die genannten Verlage? Genau, das sind auch alles Kunden natürlich. Und was man hier sieht, warum das alles so schön bunt ist, wir machen alljährlich einen Wettbewerb, der da heißt Pimp My Pot. Also ungefähr mach meine Abteilung oder mein Arbeitsumfeld hübscher. Da kriegt jede Abteilung original 100 Euro zum Verschönern des Arbeitsplatzes, was nicht unbedingt so viel ist. Okay. Und die Abteilung hier ist natürlich glorreicher Sieger, wie man uns schwer erkennt. Das ist echt fantastisch, was die sich alle ausgedacht haben. Okay. Hier ist mal ein etwas ungewöhnlicher Raum zum Mieten, zum Relaxen, zum Chillen, aber auch zum Besprechen. Ob das jetzt hier solche Fatboys sind, die es hier auch überall gibt. Oder an Tischen sitzen, je nachdem, wo es halt bequem ist und wie man sich am besten am wohlsten fühlt. Da treffen wir uns. Und zum Mieten. Frust ablassen, mieten, denken, nachdenken, telefonieren. Also insofern, da bieten wir hier alle möglichen Spielfelder sozusagen, wie man sich am besten zusammen unterhalten kann oder auch nur Ruhe haben will, wenn es dann vielleicht in den Großräumen zu laut mal wird. Mhm. Sieht ein bisschen aus wie eine Gummizelle.
feel free. Also auch wenn man sich mal ein bisschen verzweifelt fühlt, vielleicht ist das dann auch der gute Rückzugsort. Okay, was für Gründe haben denn Googler, verzweifelt zu sein? Gibt es eigentlich wenig. Vielleicht deswegen, dass vielleicht so manche Kunden noch nicht so richtig verstanden haben, was man mit Suchmaschinenmarketing alles machen kann. Also das hier ist wirklich typisch für Google. Das ist ein Videokonferenzsystem, von denen es ganz Google-weit Tausende gibt, in allen möglichen Größen, ob nun jetzt hier so ein großes Teil oder auch in klein. So, da sieht man, da ist dunkel, ein bisschen Licht sieht man dort. Das heißt einfach, man ist jetzt dort in einem Konferenzraum eingewählt. Das Mikrofon ist aus auf der anderen Seite, damit man jetzt nicht zufällig irgendwo rein sich einwählen könnte oder mithören könnte. Und so arbeitet man zusammen. Und da können sich dann, was weiß ich, 30 verschiedene oder ich glaube bis zu 39 verschiedene Leute, Räume auch einwählen. Und so wird sehr, sehr viel auch international zusammengearbeitet. Und was hängt denn hier an der Wand? Ja, das sind so die von jedermann oder von jedem Googler verinnerlichten Core Values. Also unser Mission Statement ist hier. Und auch zum Beispiel das, worauf wir oftmals auch reduziert werden, dass das so unser Firmenmotto sei, dieses berühmte Don't be evil. Ist nur Punkt 6. Ist nur Punkt 6 und es steht auch was davor, do the right thing, don't be evil. Das ist nicht sowas wie ein Firmenmotto, das ist einfach eine Handlungsanweisung sozusagen für unsere Mitarbeiter, dass sie auch immer darüber mal nachdenken sollen, wenn sie mit Partnern agieren, wenn sie verhandeln, wenn sie irgendwas vorschlagen, wenn sie Produkte entwickeln. Also hier sind wir jetzt anbelangt an unserem Rotlichtbezirk, Rotlichtviertel, was man unschwer erkennt, erstmal in den roten Lichtern, die natürlich hier im Boden eingelassen sind, weil hier auch unsere Konferenzräume sind, die alle Namen tragen, überall auf der Welt und die immer so einen gewissen Lokalkolorit tragen. Okay. Also hier ist der Konferenzraum Reeperbahn oder Hans-Albers-Platz oder Davidstraße, also alles Orte, die es in Hamburg gibt und einfach nur ein kleiner Witz draus gemacht ist. Okay. Und hier sind so auch... Also hier müssen dann aber die Bereichsleiter die Hosen runterlassen? Nee, das wäre dann ja in der Herbertstraße, aber den Konferenzraum haben wir noch nicht. Ja, hier sind wir im Raum Große Freiheit anbelangt, was verbirgt sich dahinter? Nicht so ganz richtig aufgeräumt, aber das ist unser Spielezimmer. Also was ganz groß im Kommen ist, ist bei uns Tischtennis. Auch wenn man es nicht glaubt, obwohl da ein bisschen Staub jetzt drauf liegt, das spiele ich auch sehr, sehr gerne. Der obligatorische Tischkicker, ein bisschen in die Ecke gedrängt. Hier sieht man eine Wii und eine Playstation und dergleichen mehr. Hier wird auch manchmal ferngeguckt, wenn jetzt Fußballspiele sind und ja, einfach so zum Relaxen. Wird auch viel genutzt. Elektrisches Schlagzeug, alles mögliche. Okay, dann probieren wir mal, ob du wirklich gut bist. Bitte, kannst du? Oh, du kannst das ja richtig gut, sag mal. Ja, klar. Hast du auch solche? Ja, ich habe kein Büro, mit dem ich spielen könnte, aber ich habe einen Sohn oder zwei Söhne. Oh. Angriffsspieler! Wie groß ist Google jetzt in Deutschland? Wie viele Leute arbeiten hier? Also in Deutschland insgesamt sind wir 250 Leute und hier in Hamburg 160. Also jetzt nicht so übermäßig groß. Wir sind hier auf 3 Stockwerke verteilt. Aber das ganze Gebäude hier, der sogenannte Alsterbogen von Teherani, da sind noch viele, viele andere Unternehmen auch. Agenturen, Rechtsanwälte, das norwegische Generalkonsulat, das ist alles hier so in dem Gebäude. Und werden es noch immer mehr oder gibt es auch schon wie in den USA Entlassungen? Es gibt weltweit, hat es Entlassungen gegeben. Circa 400 Stellen sind gestrichen worden, jetzt im Zuge der letzten Ereignisse. Also wir haben weniger Recruiter, weniger Leute, die nach Personal suchen. Wir haben im Marketing- und Sales-Bereich, wo wir Überschneidungen hatten, Doppelbelegungen hatten, auch durch Doppelklick, durch den Kauf, haben wir Stellen abgebaut. Aber naturgemäß bauen wir auch weiter auf. Also wir stellen auch hier weiter ein. Ist es eigentlich so, dass Google Deutschland hauptsächlich eine Vertriebs- und Verkaufsorganisation ist? Wird hier auch programmiert? Hier in Hamburg nicht, in München auf jeden Fall. Also in München haben wir unseren Entwicklungsstandort, da wird programmiert, da wird gearbeitet, zum Beispiel an Produkten rund um Google Maps, auch die Navigation. Also da wird auch sehr, sehr stark zum Beispiel mit BMW oder mit Audi zusammengearbeitet, wenn es um Navigation aus dem Auto herausgeht. Aber hier ist es maßgeblich der Vertrieb, also der Anzeigenverkauf. Hier gibt es auch Marketing, PR, auch Finance für Nord- und Zentraleuropa, das ist so mehr oder minder auch so mit die Verwaltungszentrale für Nord- und Zentraleuropa. Hier sind wir auch schon bei dem Philipp Schindler angelandet. Ach, da sitzt der Chef. Da sitzt der Chef, der Vice President von Nord- und Zentraleuropa. Das ist aber kein besonders großes Chefbüro. Nee, ich schätze mal so um die 3-4 Quadratmeter. Und auch mit einem Stehpult, das hat er lieber, auch für seinen Rücken. Und, aber so auch diese Insignien, das ist also ein besonders großes Büro, 3-Achser, 4-Achser, was es alles so gibt. Ja. Wenn man da drauf steht, dann ist Google nicht so der richtige
Ort, um sich hier zu verwirklichen, weil das, diese Insignien, darauf stehen wir hier nicht so. Der rosa Hase, da ist er auch schon. Das ist nicht das neue Testimonial von Magenta oder von der Telekom. Hallo Philipp. Grüß dich. So Kai, jetzt sind wir durch. Wir sitzen hier in der ABC-Straße, gerade um die Ecke ist Springer, Riesengebäude. Da hast du früher gearbeitet. Mhm. Was ist für dich so der Unterschied in den Kulturen, in der Arbeitsweise Google zu Springer, Old und New Economy? Ja. Na gut, bei Springer, bei Axel Springer hatte ich von 93, 94 bis 2000 gearbeitet und da so mein Handwerk auch mitgelernt. Und natürlich ist Springer per se ein sehr damals etwas konservativeres Unternehmen gewesen. Hier bei Google ist es so, es ist sehr technologiegetrieben. Der Hauptunterschied ist sicherlich auch so die Geschwindigkeit, in welcher Art und Weise Produkte vorangetrieben werden und wann die auf den Markt gebracht werden. Also es ist alles andere als perfektionistisch, was wie hier gedacht wird, sondern es geht darum, Sachen schnell zu entwickeln, eine Idee schnell auf den Markt zu bringen und dann zu schauen, was sagen die Nutzer und das in das Produkt mit einfließen zu lassen. Touri 2 TV, das Branchenfernsehen.